Herzlich willkommen zurück auf der Bühne 1 zum Vortragsblock Nummer 4 für heute. Wir haben insgesamt wieder drei Vorträge. Der erste und der letzte Vortrag, die werden live sein. Der mittlere Vortrag, das wird ein Video sein. Beginnen wird der Arnulf mit einem Vortrag über agile Softwareentwicklung mit Open Source im Amt. Bin ich sehr gespannt. Danach gibt es einen Vortrag von mir zu sehen, der sich mit der Erfassung und Visualisierung der Personenanzahl in Gebäuden und der Verwendung des Internets der Dinge auseinandersetzt. Und der letzte Vortrag, der wird vom Armin kommen und der Armin wird darüber berichten, wie der Einsatz von FOSS bei der Bewältigung der Covid-Krise in RLP in Rheinland-Pfalz so abgelaufen ist. Ich übergebe gerne das Wort an Arnulf, bitte. Ja, danke. Agile Softwareentwicklung mit Open Source im Amt. Wir befinden uns in der Edge of Tomorrow. Sowas hat es noch nicht gegeben. Mein Name ist Arnulf Christel. Ich arbeite als Senior Consultant für die Terrestris GmbH und KKG und bin Agile Coach unter dem Label Metaspatial. Und manche kennen mich als Ex-Borg und Vater von 7of9. Das Projekt Smart Mapping, die ADV, das ist die Anwendergemeinschaft der deutschen Vermessungsverwaltungen, beauftragt die Arbeitsgruppe Smart Mapping, neue Verfahren zu entwickeln, um ADV-Produkte, das sind so ADGIS, DTK und Grundkarten und so ein Kram, mit aktueller Technologie bereitzustellen. Die Ziele sind bundesweite Kooperation durch Kommunikation, die wollen also tatsächlich miteinander reden, gemeinsame Lösungen von Bund und Ländern, wirtschaftlich und effizient, Bündelung und Erweiterung von Entwicklern, gemeinsame Erprobung neuer Technologien und verteilte Entwicklung, Videokonferenzen, Chat und was man so alles braucht. Und das war sogar noch vor Corona. Mission Impossible war mein erster Eindruck. Meine Mission in diesem gewaltigen Vorhaben war die Einführung agiler Vorgehensweisen und der Aufbau einer Entwicklungsumgebung. Was ist jetzt agiles Vorgehen? Ich gebe jetzt mal eine minimalistische Einführung. Softwareentwicklung und Projektmanagement, was kann daran agil sein? In der agilen Softwareentwicklung ist es so, dass wir ein Problem verstehen, dann Lösungen vorschlagen, testen und entwickeln, das Ergebnis vorstellen, diskutieren, verwerfen, verbessern und das Ganze dann wieder iterieren. Also Problem verstehen, Lösungen vorschlagen und so weiter. Projektmanagement ist ein bisschen mehr. Das ist nämlich außenrum noch Voraussetzung, Ziel, Produktdefinition. Was wollen wir eigentlich haben? Dann das Team besetzen, Arbeitsbedingungen herstellen, Probleme beseitigen, informieren. Und irgendwo da drin passiert dann auch die agile Softwareentwicklung. So, um jetzt dieses Projektmanagement und die agile Softwareentwicklung zusammenzukriegen, gibt es verschiedene Methoden, die können heißen Scrum, Kanban oder Extreme Programming und viele mehr. Und die Vorteile von diesen Methoden, diese agile Vorgehensweise, ist eben, dass Projektrisiken transparent und reduziert sind. Probleme werden frühzeitig erkannt. Gegenmaßnahmen greifen schneller, Alternativen können identifiziert werden, der Plan wird kontinuierlich angepasst. Alles Dinge, die wir aus dem klassischen Projektmanagement auch kennen, aber hier eben in einer viel schnelleren Iteration. Wofür ist das gut zum einzusetzen? Für Dienstleistungen, Teamwork, Innovation und Softwareentwicklung. Weniger gut geeignet ist es für den Kauf von Produkten. Routinejobs, Festangebote und proprietäre Lizenzen passen da irgendwie auch nicht so richtig gut rein. Gucken wir uns mal an, die agile Entwicklung. Da gibt es drei verschiedene Rollen, Artefakte und Meetings, die wir uns angucken wollen. Wie haben wir das bei der AG Smart Mapping gelöst? Rollen, wir haben 4 Teams mit 3 bis 7 Personen jeweils, 4 Product Owner, beziehungsweise 5 oder 6, je nachdem, wie viel man so braucht, einen Scrum Master und Stakeholder, beliebig viele. Gucken wir uns an, was tun die? Der Product Owner pflegt kontinuierlich das Backlog. Er arbeitet mit dem Team Aufgaben, priorisiert diese Aufgaben in dem Backlog und ist immer auf dem aktuellen Stand, weil er ständig mit dem Team im Kontakt ist. Das Team dann entscheidet, wie diese Aufgaben umgesetzt werden, die sich der Product Owner ausgedacht hat, und entscheidet, wie viel sie pro Sprint auch tatsächlich schaffen und berichten täglich über Fortschritt und Probleme. Das ist dann so ein Team. Und der Product Owner unterschätzt immer anfangs den Aufwand, um das Backlog zu pflegen. Das ist ganz klar, weil die gewohnt sind, ein Lastenheft abzugeben und dann nie wieder was mit dem Projekt zu tun zu haben, bis es zur Abnahme geht. Und Entwickler überschätzen anfangs immer, wie viel sie schaffen. Die denken also immer, sie würden mehr schaffen, als sie eigentlich können. Der Scrum Master achtet auf die Einhaltung der Regeln, organisiert Meetings, moderiert Besprechungen, lösen Probleme und aus irgendeinem seltsamen Grund haben die immer so eine blöde Kappe auf.
der Stakeholder, der Stakeholder verfolgt ein Interesse und arbeitet nicht direkt in den Teams, sondern hat nur mittelbar Einfluss. Der Stakeholder in der AG Smart Mapping sind dann zum Beispiel der Business Owner, das ist das ADV-Plenum, da sitzen die Länderchefs von den Vermessungsverwaltungen in einem Plenum. Die Endanwenderinnen, das sind wir alle letztendlich, Bürger in Deutschland und auf der ganzen Welt. Management, das ist auch von den Ländern möglicherweise, IT-Abteilung, IT-Abteilung gibt es nicht so viel. Und politische Interessen gab es erstaunlich viele, weil wir sind da plötzlich in einem Bereich, wo Open Data und gehen wir mal schnell zum nächsten Thema. Also, die Hauptartefakte werden regelmäßig gepflegt, nämlich User Stories, Task, Product Backlog und Sprint Backlog. Was hat es jetzt damit auf sich? Die User Story spezifiziert von Anforderungen die Spezifikation. Das macht der Product Owner und der hat jetzt eine Rolle, zum Beispiel User möchte einen Zielwunsch, Karte, um etwas zu sehen. Und diese Funktionen, diese Anforderungen haben wir mal ein klares Definition of Done. Also wenn das erzielt ist, dann wird das Produkt, dieses Produkt abgenommen. Und für die User Story schätzt dann das Team den Aufwand und das Risiko beziehungsweise die Komplexität. Und dann geht das Team her und setzt Spezifikationen der technischen Umsetzung auf. Das heißt, es guckt sich an, was muss ich denn tun, um diese User Story umzusetzen. Die Tasks werden von den Entwicklerteams formuliert und konkretisieren die Umsetzung der User Story auf technischer Ebene. Auch hier ein Definition of Done. Und hier wieder die Entwickler schätzen Aufwand und Risiko. Und anfangs in den ersten 5 bis 10 Iterationen überschätzen die sich normalerweise so 200-300%. Das Entwicklerteam tut das. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Und das ist nicht irgendjemand von draußen, der sagt, wie es gemacht wird, sondern der, der es umsetzen muss, formuliert auch, wie es gemacht werden soll. So kann dann solch eine User Story aussehen. Da steht die User Story mit einer Beschreibung drin. Da steht eine Komplexität, die man schätzen kann in einer Fibonacci-Folge. Da wird einfach mal überlegt, wie viel Aufwand ist das, wie viel Risiko gibt es dann. Und dann sind es die einzelnen Tasks, die durchgeführt werden müssen, um ein Ziel tatsächlich zu erreichen. Das Product Backlog ist das Pendant zum Lastenheft, am ehesten vielleicht noch. User Stories, um die Vision umzusetzen. Und die Aufgabe des Product Owners, und das muss der halt ständig tun, deswegen ist er ständig beschäftigt, ist, diese Liste zu aktualisieren, zu priorisieren, und zwar ständig. Weil ich am Anfang eines größeren Projekts noch gar nicht weiß, was ich wann genau brauchen kann in der Softwareentwicklung, weil das eben von der Technik auch abhängt und diese sich sogar während einer Laufzeit noch ändern kann. Das Sprint-Backlog wird jetzt im Sprint-Planning, das ist so ein Meeting, erstellt. Und da wählt das Team aus dem Product Backlog, also aus der Gesamtliste, die User Stories raus, die es in einem Sprint schaffen will. Und der Product Owner, der beeinflusst nur die Priorität dieser Aufgaben. Er sagt also nicht, welche Aufgaben gemacht werden sollen, nur sondern welche er meint, wären die wichtigsten. Und die muss sich das Team dann ziehen, so viel wie es eben schafft, in einem Sprint. Und zwar für einen Sprint. Und der Product Owner macht wirklich nur die Priorität. So sieht das dann aus. Das ist dann so ein Sprint-Backlog und da kann man dann ein solches Kärtchen nehmen und dann schieben von Sprint in Review oder in Erledigt, je nachdem, welchen Status das hat, kennen wir alles, Ticketsysteme. Meetings. Es gibt 4 zentrale Meetings, wenn man das jetzt zum Beispiel aus Scrum mal nimmt. Und das erste wäre das Sprint-Planning, wo der Product Owner eben die neuen Anforderungen für den nächsten Sprint vorstellt. Und das Team fragt nach, bis tatsächlich alle Fragen beantwortet sind und schätzt dann den Aufwand für diese Aufgabe und wählt dann die Aufgaben für den nächsten Sprint, befüllt also das Sprint-Backlog. Dann gibt es ein Daily Stand-Up, das sind alle Teammitglieder, die treffen sich jeden Tag für 15 Minuten und besprechen kurz, was habe ich gestern getan, gab es Probleme und was tue ich heute. Und das ist die Transparenz und da ist der Product Owner eben auch immer dabei und weiß deswegen exakt genau zu jedem Zeitpunkt, wo sein Projekt gerade steht. Das ist dann so lustige Stand-Ups, wo man ein bisschen miteinander quatscht. Das haben wir ausprobiert und dann abgeschafft, weil das im Amt irgendwie nicht geht, weil die Leute unterschiedliche andere Zeiten haben, zum Teil nur mit 25% in diesem Projekt sind und nicht jeden Tag irgendwie 15 Minuten per Telefon miteinander quatschen wollen. Das geht nicht. Als Kompromiss haben wir uns auf ein einstündiges wöchentliches Meeting eingestellt und das funktioniert inzwischen eigentlich ganz gut. Dann gibt es den Sprint Review und bei dem stehen die Teammitglieder, stellen die ihre Ergebnisse vor. Was haben sie gemacht? Funktionierende Features, Dokumentationstests und so weiter. Kein PowerPoint, sondern wirklich funktionierenden Code. Und dann gibt es noch ein Retrospective, das ist Zeit für das Team. Probleme werden identifiziert und Lösungen erarbeitet. No Backup, no Contact, no Plan and no Choice.
Und dann gibt es noch den Slack Day, neue Sachen ausprobieren, spielen. Und das ist total cool, weil wenn man gesprintet ist, 2 Wochen lang, dann ist man ziemlich außer Atem. Das wird aber meistens leider nicht gemacht. Sehr zu meinem Leidwesen. So, den gesamten Prozess könnte ich jetzt nochmal durchgehen, aber ich bin jetzt genau bei 10 Minuten. Deswegen muss ich leider weitergehen nach rechts, wer sich das ansehen will. Die stehen auch online, kann sich das alles im Detail nochmal angucken. Ich gucke mir jetzt mal das Ergebnis an. Das sieht dann so aus. Hier hat man also links oben das Sprint Planning Meeting. Dann hat man eine Liste von Tasks, die man in einem solchen Sprint abarbeitet. Und dann kommt rechts bei dem Pfeil hier oben eine neue Funktionalität raus. Die wird im Retrospektiv dann nochmal besprochen. Wie können wir die nächste Iteration vielleicht verbessern? Dann gibt es wieder ein Sprint Planning Meeting und so weiter. Wird das dann so eine Iteration. Und das Ergebnis ist dann ein tolles Produkt. Das wollen wir jetzt im Amt machen, und zwar mit Open Source. Und meine Vorträge vor Open Source im Amt, die waren auch vor wenigen Jahren ellenlang. Und heute habe ich mir genau eine Folie gegönnt für dieses Thema. Und das ist ziemlich genial, denn Open Source ist amtlich. Es hat einen Paradigmenwechsel gegeben. Der ADV-Beschluss zu Open Source First ist da ein guter Indikator für. Serverumgebungen sind zu 100% aus Open Source und Eigenentwicklungen werden als Open Source lizenziert. Wie cool ist das denn? Rahmenbedingungen, Hürden beim Aufbau von der Entwicklungsumgebung. Das ist jetzt der Versuch, tatsächlich das Agile im Amt mal umzusetzen. Wir sollen also eine Entwicklungsumgebung aufbauen. Das ist halt so ein großer Server, wo alle drauf können. Wie geht das? Man nimmt sich ein Modell, ein Vorgehensmodell her, zum Beispiel vom Modell XT. XT steht übrigens für Extreme Programming. Da ist also schon ein bisschen was Agiles mit drin. Und dann sammelt man die Anforderungen an diese Entwicklungsumgebung. Stellt ein Lastenheft, macht eine Ausschreibung, eine Auswahl, beauftragt, erstellt, liefert Abnahme und vielleicht Abnahme, weil wahrscheinlich ist es noch nicht fertig, was da alles drin stehen sollte. Und bereits hier oben bei dem Sammeln der Anforderungen, fangen wir jetzt mal an, da brauchen wir also, wenn wir virtualisiert unterwegs sein wollen, ein User Interface, Docker, Run, Kubetail, Provisioning, RBCR, Health-Check, Run-Check, Distribution, Kubernetes, OpenShift, und so weiter. Dafür brauchen wir mindestens 18 Prozessoren, 256 GB, 25 TB Speicher, Software, Postgres, PostGIS, T-Rex, QGIS, eklar. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir noch FME Server dazu und ArcGIS Portal, da kann man ja auch brauchen. Und dann brauchen wir mindestens 5 Instanzen davon, nämlich einmal Development, einmal Test, einmal Integration, einmal Staging und einmal Prod. Und der Traum sieht dann so aus. Die Realität sieht dann so aus. Das ist also voll in die Hose gegangen. Das Lastenheft war so dick, dass kein Mensch das bezahlen konnte. Ah, was macht man dann? Man macht eine Alternative, geht zu Hetzner, mietet sich für einen Huni oder 50 Euro einen Ubuntu 18.04 Server mit PostGIS, hat volle Kostenkontrolle, volle Kontrolle über Ports, Firewall und so weiter und seit März 2019 ausfallfreien Betrieb. Dann haben wir nach 2 Jahren klarer gesehen, was wir eigentlich wirklich brauchen und sind auf größeres Blech umgezogen. Das ist jetzt Hardware 2.0, 40 Prozessoren, 512 GB RAM, 10 TB NVMe SSD, 20 GB Standard SSD. Aber wir brauchen nur eine von den Kisten, weil wir Dev in Staging und Prod auf einer Kiste integriert haben. So sieht das dann aus. Sehr schöne Maschine. Und da ist drauf ein Debian, PostgreSQL, PostGIS, T-Rex, Map Editor. Das sind immer Links hier hinten. Und MBSDL Editor, der ist in Progress, wird auch Open Source. Und der Print Editor auch in Progress. Das Ganze kann man sich angucken im Netz unter devadvsmart.de. Yay, alles super. Wir sind happy. Ja, jetzt geht's los. Agil im Amt. Echt jetzt? Erfahrungen und Vorurteile, ich nehme mich da nicht aus. Da gibt es eine Lastenheftdenke. Innovation wird nicht gerade großgeschrieben, wird nach Vormodell vorgegangen. Es gibt veraltete Technik, Restriktionen im Netzwerk, in der Sicherheit. Es ist alles Windows. Videokonferenzen gehen nicht und wir sind eher innovativ unterwegs, möglicherweise. Tut mir leid, aber das sieht dann oft so aus. So, das haben wir dann also diesen neuen Server da gehabt, alles ist super und wollten dann da drauf gehen und haben gesagt, na, nehmen wir Zoom her und machen Videokonferenzen, weil das funktioniert einfach gut. Nö, das geht auf dem App nicht, das ist gesperrt. Lösung? Na, dann installieren wir Jitsi, kein Problem. Jitsi installiert, oh, auch gesperrt. Gut, dann müssen wir wohl WebEx nehmen. Dann hat keiner eine WebEx-Lizenz gehabt, dann ich die halt gekauft, was will man machen, ne? GitHub, gleiches Spiel, ist gesperrt, kommt man nicht dran. Also mussten wir unser eigenes Fossil Source Code Management installieren, was übrigens sehr cool ist. Slack, gleiches Spiel, auch gesperrt. Naja, dann nimmt man halt MetaMost, installiert das selber und so weiter. Sie sehen schon, wie das geht und dann, was? Port 22 geht nicht? Ja, wie sollen die Leute denn entwickeln, wenn sie nicht mehr auf den Rechner kommen?
Das sieht dann nämlich so aus. Die haben dann also über Handy, Hotspots und von zu Hause gearbeitet, um irgendwie auf diesen Rechner draufzukommen, statt aus dem Amt, wo man das eigentlich sehr komfortabel hätte tun können. Daraufhin erfolgte ein offizielles Anschreiben zur Freigabe des Port 22. Wer so ein Anschreiben für seine Arbeit braucht, der darf mich erst anschreiben, ich kann das dann weiterleiten und so weiter. Ein langer, kalter Krieg gegen die Bürokratie und oft waren wir dicht an der Grenze, dass sie uns verhaftet hätten oder die Alarmanlagen losgegangen sind. Ergebnisse. So sieht das aus im Ghost Protocol für Mission Impossible und so sieht das aus auf unserem Server. Und diese Daten, die man da jetzt sieht, das sind tatsächlich Daten, die kommen aus ALCIS und ATCIS und aus dem Höhendatenmodell und die sind tatsächlich tagesaktuell, wenn die Länder es denn tagesaktuell liefern, das machen die unterschiedlich, manchmal sind öfter, manchmal weniger oft. Und die werden da jetzt auf dieser Box gerechnet über Nacht und stehen am nächsten Tag als Vektorteils zur Verfügung. Und das finde ich ein ziemlich cooles Ergebnis. Wer sich es angucken will, selber klicken, hier geht's lang, adv-smart.de. Und am Mittwoch gibt es auch nochmal um 11 Uhr einen Vortrag, der auf die Technik mehr eingeht, vom Johann Sehner vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern und meiner Wenigkeit. Zusammenfassung. Bedingungen für Open Source haben sich massiv verbessert. Das Lastenheft passt nicht gut mit agiler Softwareentwicklung zusammen. Command and Control sind immer noch weit verbreitet. Vor allen Dingen im Amt ist es tatsächlich so, dass also eher die Command and Control Methode verbreitet ist, anstatt ein neues Mindset, bei dem man eben agile Softwareentwicklung nachgeht. Und die Arbeitsbedingungen im Amt sind definitiv nicht agil. Wenn wir noch nicht mal die Möglichkeit haben, gemeinsam auf eine Videokonferenz zuzugreifen, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Aber wenn das Team passt und alle mitziehen, dann geht es trotzdem. Und deswegen großen Dank nochmal an das Team, von dem ich hier leider nur ein kleines Bild irgendwo hier unten drin habe. Da sind sie, mein Team. Und das sind die Leute, die es tatsächlich möglich gemacht haben. Und die kommen alle, wie sie da stehen, aus unterschiedlichen Ländern und haben unterschiedliche Qualifikationen. Da ist einer dabei, der mehr Kartografie macht, einer, der Python entwickelt, einer, der in SQL gut unterwegs ist, einer, der gut organisieren kann. Und alle solche Leute braucht man, um eben dann in der agilen Entwicklung in dem Team hier wirklich arbeiten zu können. Und damit möchte ich danken und gebe zurück an die Regie und habe tatsächlich 3 Minuten vor der Zeit beendet. Das ist ziemlich cool. Dankeschön. Vielen Dank, Arnulf. Nur weil du 3 Minuten weniger Zeit in Anspruch genommen hast, bedeutet das natürlich nicht, dass wir jetzt nicht 3 Minuten mehr Fragen stellen können. Vielen Dank, wie gesagt, für den Vortrag. Wir müssen mal ein bisschen gucken. Es gab einige Fragen, die am meisten Votes bekommen hat. Du bist ein bisschen drauf eingegangen auf die Frage, aber ich will sie trotzdem gerne nochmal wiederholen. Was war deiner Meinung nach die größte Herausforderung bei der agilen Entwicklung im Behördenumfeld? Die größte Herausforderung aus technischer Perspektive war tatsächlich, den Leuten zu ermöglichen, dass sie auf dem Rechner überhaupt arbeiten können. Also bei einer technischen Voraussetzung, die so aussieht, da hat man dann Probleme, auf einem Server zu arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Und das andere, was aber ganz gut sich dann entwickelt hat, ist eben diese Vorgehensweise mit einem Lastenheft, dass man also erst Papier produziert und wenn das Papier dann fertig ist, wird das Papier abgenommen und wenn das dann abgenommen ist, dann wird es beauftragt und dann wird es erst gemacht und dann wird es abgeliefert und dann ist es schon veraltet. Und das haben wir aber eben eigentlich mehr zufällig deswegen lösen können, weil wir halt hier dieses Problem hatten, dass das Lastenheft dann so aussah und einfach nicht erfüllbar war. Und wir einfach eine Alternative bauen mussten. Und diese Alternative, das war innerhalb von 24 Stunden aufgesetzt. Das war ein perfektes Beispiel für agiles Vorgehen. Wir brauchen einen Server. Das war das Erste, was mir das Team gesagt hat. Mein erster Tag, mein erstes Meeting mit dem neuen Team hat gesagt, wir brauchen einen Server. Dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das doch. Dann baue ich halt einen Server. Echt? Kannst du das? Dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Ist ja Open Source, kann man ja machen. Ne? Und am nächsten Mittag um 12 hatten wir eine Telco und da war der Server fertig. Und dann konnten die anfangen, die ersten Geodaten nach PostGIS zu importieren. Das ist cool. Das ist agil. Ganz interessant finde ich auch die Frage, wie wird die Finanzierung von agilen Projekten geregelt? Kannst du da was zu sagen vielleicht?
Das ist tatsächlich ein großes Problem. Bei der ADV jetzt hier war es jetzt nicht so das Problem, weil das alles EDA-Kosten waren. Das sind Leute, die sowieso im Amt sind und freigestellt sind mit einem bestimmten Betrag, um da arbeiten zu können in diesem Projekt. Wie man das jetzt mit einem externen Projekt macht, und das war heute Morgen ja schon Thema, das weiß ich nicht. Das müssen wir zusammen herausfinden mit der öffentlichen Verwaltung und den Firmen, die gemeinsam sich überlegen, wie kann denn ein solches Modell aussehen? Weil wie will ich eine Ausschreibung machen, dass ich jemanden stundenweise einkaufe, damit er für mich arbeitet? Das ist ganz schwierig. Wie kann ich 250.000 Euro in einen Vertrag packen, bei dem nicht hinterher Häkchen abgehakt werden können? Funktioniert, 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 nicht funktioniert, funktioniert. Das passt nicht zusammen. Ich habe da keine Lösung. Aber ich bin hochinteressiert daran, an einer zu arbeiten. Also wer da Lust hat, vielleicht machen wir eine Arbeitsgruppe im Vosges. Eine andere ganz interessante Frage, die ich jetzt aber nicht komplett vorlesen werde, aber einen Teil daraus aufgreifen möchte. Gab es irgendeinen Grund, weswegen GitHub gesperrt war? Warum ist Port 22 gesperrt? Warum ist Slack gesperrt? Warum ist Zoom gesperrt? Warum ist überhaupt irgendwas gesperrt? Ein Teil der Antworten, die du, Verzeihung, wenn ich unterbrochen habe, ein Teil der Fragen, die du jetzt gerade noch gestellt hast, werden vielleicht in der Frage in Venueless auch beantwortet, aber ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Das mache ich. Es ist ein Trauerspiel und es hat damit zu tun, dass das Internet da noch nicht angekommen ist. Die sind wirklich noch, also früher war es ja mal so, dass man ein Stühlchen hatte und einen extra Rechner und der war im Internet und der war nicht in dem Intranet eingeloggt. Und dann, wenn man eine E-Mail schreiben wollte, musste man in den Flur gehen und das von da schicken. Wir sind aus dieser Zeit noch nicht so ganz lange weg. Das ist noch in den Köpfen zum Teil drin. Es gab jetzt noch so ein paar spezifischere Fragen wegen Scrum. Wird ein Product Owner auch tatsächlich von Kundenseite mit echten Entscheidungsbefugnissen ausgestattet? Ein Product Owner von Kundenseite. Ja, okay, verstehe. Es gibt verschiedene Modelle. Man kann entweder den Product Owner emulieren innerhalb des Dienstleisters und dann nimmt er die Kundenwünsche auf und spiegelt die intern in seiner Firma weiter. Man könnte theoretisch auch einen Product Owner aus dem Amt nehmen und den direkt in das Team mit der Firma reinsetzen. Das öffnet natürlich diese ganze Kiste schon. Da geht eine ganz neue Kiste mit Schwierigkeiten auf. Bei der Telekom zum Beispiel ist das nicht gestattet, weil ein Scrum Master so integral, ein Product Owner so integral in die Arbeit eingebunden ist, dass der dort, um die Scheinselbstständigkeit zu vermeiden, fest angestellt werden müsste. Und schon ist er wieder nicht mehr einer, der woanders sitzt, sondern ist wieder Teil der entsprechenden Firma. Das heißt, unsere rechtliche Situation ist auch sehr entgegen dem agilen Vorgehen. Wir sind da viel zu festgelegt und viel zu wenig agil und ich bin da eine Ausnahme, weil ich als Einzelkämpfer unterwegs bin. Da kann man mich halt einfach einkaufen. Und wenn ich nicht eingekauft werden kann, dann werde ich halt für eine kurze Weile mal angestellt. Das geht dann schon irgendwie. Aber das skaliert nicht. Das kann man nicht mit 20 Leuten oder mit einer Firma machen, die 50 angestellt hat. Das funktioniert nicht. Letzte Frage in dieser Richtung. Daily Stand-Up-Meeting dient normalerweise der Koordination innerhalb eines Teams und nicht dem Reporting nach außen. War eine Frage gewesen? Ja, genau so ist das. Das Team sollte eigentlich theoretisch so die Aufgaben, die da sind, gemeinsam alle Aufgaben nacheinander abarbeiten und nicht ich nehme das Ticket und ich nehme das Ticket. Das ist ein Problem unserer Software auch, weil in den ganzen Ticketsystemen man normalerweise an ein Ticket immer nur einen Bearbeiter dran setzen kann. Der kann das maximal vielleicht weitergeben an einen anderen Bearbeiter. In der Agile Manifesto, in der Idee ist es eigentlich, dass man für ein Problem, um das zu lösen als Software, nicht nur einen Entwickler braucht, sondern man braucht auch einen, der testet und man braucht einen User, der das dann auch anwendet und man braucht einen, der Dokumentation schreibt. Man braucht einen UX-Designer, der das Ganze auch noch schön macht und schon hast du 5 Leute, die an einem Problem arbeiten. Das ist so das Ideal und damit die koordiniert sind und wissen, was gerade abgeht, treffen die sich morgens 15 Minuten und sprechen miteinander. Der Product Owner darf dabei sein, aber er darf nur dabei sein und hat nichts zu mucken und denen zu sagen, wo es lang geht. Sogar die Stakeholder dürfen dabei sein bei diesem Daily Stand-Up, aber sie dürfen nicht Einfluss nehmen. Das ist natürlich schwierig, auch wieder. Wie ist das, wenn der Chef da steht oder der Abteilungsleiter oder Gott oder ich weiß nicht wer sonst? Dann wird das möglicherweise schon einen Einfluss darauf haben, wie ich jetzt mit einer bestimmten Frage umgehe. Das heißt, da muss man als Scrum Master, das ist wieder die Aufgabe von dem mit der Singer, der hat ja eine rote Mütze, ne?
das ist wieder die Aufgabe von dem Scrum Master, darauf zu achten, wie viel Einfluss nehmen die Leute jetzt da und kann das Team selbstständig irgendwie tatsächlich entscheiden oder nicht. Eine Frage, die jetzt noch gerade so ein bisschen aufgeploppt ist oder abgewotet wurde, DSGVO, ist das eine Herausforderung bei euch? Was ist das? Du weißt, was es ist. Es komplett zu ignorieren. Nein, man kann es natürlich nicht ignorieren. Man muss nach außen so tun, als ob man das alles irgendwie berücksichtigen würde. Aber ja, es ist tatsächlich ziemlich, ziemlich schwierig. Guter Punkt, ja. Okay. Letzte Frage, weil ich es auch immer gut finde. Deine Slides, sind die irgendwo, gibt es die zum Download irgendwo? Oder kannst du irgendwie. Zum Download und wenn ich hier F11 drücke, die sind hier oben. Oh, ich gucke gerade hier auf meinem eigenen Server. Ich stelle sie in Twitter nachher oder in irgendeinem Chat. Die sind als Download verfügbar. Das ist natürlich ein Reveal.js. Ich glaube, es gibt eh keine anderen Folien mehr. Arnold, vielen Dank für deinen Vortrag. Vielen Dank für das Beantworten der Fragen. Wir machen eine kleine Pause und um 16:30 Uhr geht es dann weiter.